Und jetzt können wir jetzt hier aufmachen. Ich habe beide Schlüssel. Tür öffnen. Gott bewahre. Nö, niemals. Gott bewahre. Von einem lauten Knarren begleitet, öffnet sich die Tür. Und? Wieder die traurige Musik. Traurig, mysteriös. Noch drei. Du bist frei. Remus, er hat einen Namen. Hab Dank, Fremder. Ich komme aus einer weit entfernten Stadt. Falls es dich dorthin verschlägt, hilf den Bewohnern. Nicht um komisch erscheinen zu wollen, aber wenigstens irgendein Name oder eine Beschreibung oder sowas wäre hilfreich gewesen. Alles in meiner Heimatstadt hat sich zum Bösen gewandt. Menschen wurden zu Stein und starben an unbekannten Seuchen. Okay. Sam, hey, es ist Sam. Gesegnet seist du. Ich hörte von Erik, dass dein Freund sein Gedächtnis verloren hat. Ein uraltes Lied kann ihm seine Erinnerung zurückgeben. Lass es ihn hören. Sam summt ein fremdartiges Lied. Wir lernen ein neues Lied. Du hast das Lied der Erinnerung erlernt. Ohne Jingle, einfach nur plopp, da, Text, fertig. Ich möchte dich um etwas bitten, Fremder. Gibst du mir den Kerkerschlüssel und die Melodie des Windes als Erinnerung an unsere Begegnung? Ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr gebraucht wird. Okay, kann ich machen. Ach, du warst so freundlich und hast sie so schon genommen, na dann. Supi. Soll ich mal etwas Ordnung machen? Ja, ich mach mal ganz kurz Ordnung. Hier ordnen, du gehst hier runter, du tauschst mit dem, du gehst da hoch und du gehst hier runter. Ha, Ordnung. Ole, ole. Ich glaube, wir sind dann fertig in der Mine, ja. Die Sklaven sind alle befreit und wir haben sogar ein Heilmittel für Lerns gefunden. Damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ach, wir dürfen wieder Aufzug fahren. Oder, na, ist ja kein Aufzug, ist ja die Seilbahn. Auch wenn es Aufzugschlüssel hieß eigentlich, naja. Ja, sieht wirklich genau nach dem Gebiet aus. Ich kann mich drehen, aber ich kann nicht angreifen. Naja. Ein schönes Extra, finde ich. Ist ganz lustig. Gut, gehen wir raus hier. Geben wir Lance seine Erinnerung zurück. Mit Hilfe eines Lieds. Naja. Es gibt seltsamere homöopathische Heilmittel. Musik ist gut. Die Mine ist leergeräumt, würde ich doch sagen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Alle Gegner schön mitgenommen. Alle Upgrades eingesteckt. Die Schlüssel, die Jingles, die alles. Ah, wir sind draußen. Dum, dum. Nach Freya. Bitteschön. Und wir sind wieder wild, wir sind wieder klein und schwach und dumm und spielen Musik und haben kein Schwert, sondern nur eine Flöte. Traurig. Naja. Lance, mein Freund, lass mich dir helfen gehen. Hier drin war Lance, ja. Schön viele Blumen, ja, da sind alle. Lance, hör dir das mal aus, war ja ausgerüstet. Hör mal, Junge. Will erinnert sich an die Melodie und spielt. Oh, es wird dunkel. Und Sterne. Wie heißt dieser Ort? Ich verspüre ein wenig Heimweh. Ich fühle mich, als wäre ich im Mutterleib. Okay. Alle Menschen, die ich traf, befinden sich in meinen Gedanken. Ich kann nicht klar denken. Ich wuchs in der Stadt am Südkap auf. Einst kam mein Vater von einer seiner Expeditionen nicht zurück. Ist das nicht meine Geschichte? Er war immer das Wichtigste in meinem Leben. Ich war verstört. Ich verstand nie, dass mein Vater seine Krieger aussandte, um andere Länder zu erobern. Es ist schrecklich, wenn Menschen getötet werden.
All das, was in vielen Jahren geschaffen wurde, ward in wenigen Tagen zerstört. Ich frage mich, ob Seth noch am Leben ist. Die Zeit macht unschöne Dinge vergessen. Das ist unser Trost. Und wir kommen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Na, Lance? Oh, er schaut sich um. Und? Na, na, na? Sag was, Junge. Oh, Musik. Von was redet ihr? Was ist mit euch los? Lance, du kannst dich wieder erinnern? Die Sorgen haben ein Ende. Ich dachte schon, es hört nie auf. Wuhu. Ah, ich kann mich bewegen. Die Welt ist gerettet. Ich verstehe, dass ihr euch gesorgt habt. Ich hätte an eurer Stelle genauso reagiert. In den angrenzenden Wäldern lebt ein seltsamer Erfinder. Lasst uns zu ihm gehen. Ich glaube, er heißt Neil. Hast du Neil gesagt? Das ist der Name meines verschwundenen Cousins. Auch er war Erfinder. Er verschwand eines Tages im Himmel mit einem Ding, das er Flugzeug nannte. Und so begab es sich, dass Will mit seinen Freunden zu Neil aufbrach. Neil ist verdammt clever, wenn er ein Flugzeug gebaut hat. Ganz ehrlich. Oh, große Entourage. Nils Labor, das war aber nicht weit weg. Nils Hütte. Nils Labor hört sich schöner an. Schauen wir an, was ist es, ein Labor oder eine Hütte? Na, Nils Hütte. Ja, das sieht auch mehr aus wie eine Hütte als ein Labor, ganz ehrlich. Es ist offen, tritt ein. Nils, ich bin es, Will vom Südkap. Klack. Was eine Drecksbude, Junge, ehrlich. Will, du hast dich prächtig entwickelt. Sind das alles deine Freunde hier? Hier riecht es wie im Kuhstall. Das glaube ich immer ganz ehrlich. Was redest du da? Du solltest so etwas nicht sagen. Es ist ein wundervoller Geruch in diesem Raum, nicht wahr? Hehehehe. Ihr habt alle so merkwürdige Kleider an. Ich bevorzuge diese Sackmode. Ich habe wenig Zeit, um mich um andere Dinge zu kümmern. Entschuldigt bitte den Geruch. Ich habe vor 5 Monaten das letzte Mal gebadet. 5 Monate, das ist neuer Rekord. Ich kann es nicht glauben. Dieser Erfinder ist unmöglich. Genug davon. Lasst uns das Thema wechseln. Fühlt euch wie zu Hause. Wills Freunde sind auch meine Freunde. Wuhu. Was hat er alles hier? Ich will es nicht erwähnen. Das vorne sieht wie eine Kameralinse aus. Ah, dieses Gerät habe ich Kamera genannt. Damit kann ich Augenblicke auf Papier drucken. Das Problem ist nur, dass es 30 Minuten dauert. Bei Gegenständen kein Problem, doch Personen müssen dann 30 Minuten stillstehen. Auf dem Bild haben dann alle Leute rote Augen. Na, die anfänglichen Probleme, würde ich sagen. Ein Teleskop. Das ist ein Teleskop. Damit könnt ihr die Sterne vergrößert betrachten. Praktisch, praktisch. Ein Wassereimer. Nö, der zählt nicht. Dies sind die Tragflächen der Flugmaschine. Die Maschine ist in der Wüste versteckt, denn man benötigt eine Startbahn, um abzuheben. Sauerstofftank? Dies ist ein Sauerstofftank. Er enthält Luft zum Atmen. Man kann damit unter Wasser tauchen. Die Luft reicht 1 Minute lang. Wenn ich die Luft komprimieren könnte, würde sie noch länger halten. Ich weiß leider nicht wie. Er ist clever. Er ist noch nicht ganz da, aber er ist auf dem richtigen Weg. 5 Monate, das neue Rekord, das wissen wir schon. Seth würde Augen machen, wenn er diese Erfindung sehen würde. Welche genau? Ich kann es nicht glauben, diese Erfindung ist unmöglich. Und Lilly ist ungesprächig. Okay, Neil? Sag, warum bist du gekommen? Will erzählt Neil von der Stimme seines Vaters, die er hörte, und von den alten Ruinen, in denen sich die mystischen Statuen verbergen. Das hört sich interessant an. Auch ich begeistere mich für alte Ruinen. Die Ruinen, von denen Will spricht, du sprichst doch mit mir, sind auf der ganzen Welt verstreut und haben doch eines gemein. Verbindet man ihre Positionen auf der Karte mit Linien, so erhält man das Sternbild des Cygnus. Den Namen haben wir schon mal gehört. Cygnus? Ja, der Turm von Babel ist Teil des Sternbildes. Hier ist Wills Vater verschwunden. Der Turm befindet sich in der Mitte der Zeichnung des Cygnus. So, so. Dort im Sternbild Cygnus leuchtet ein neuer roter Stern. Gut beobachtet, du bist sehr aufmerksam. Der rote Stern dort oben und Wills Suche. 2 Dinge, die miteinander zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder Bestimmung, aber irgendetwas wird geschehen.
Die Nazca-Fresken befinden sich nur einen Wochenmarsch östlich von uns. Dort sollten wir weitersuchen. Aufbrechen? So sei es. Gut, dann ist die Sache also entschieden. Wir werden Rill begleiten. Schließlich ist er nicht der Einzige, der Spaß haben soll. So zog die Gruppe denn in die Nazca-Wüste. Das ist auch etwas, was das Spiel ganz gut vermittelt, finde ich. Teilweise wenige Eindrücke und Impressionen von reeller Kultur und Geschichte. Zum Beispiel halt diese Fresken. Über die kann man sich wirklich informieren. Ihr werdet sehen, was man meint. Die hat man bestimmt schon mal gesehen. Irgendwie sind die schon im Allgemeinwissen verschwunden. Die Nazca-Ebene. Gleich seht ihr, was ich meine.